Derzeit präsentiert Zweirad Leutz in Lauterach die Motorrad- und Rollertrends für das Jahr 2012. Bernd Leutz, welche Highlights gibt es in diesem Jahr? Ja, wir haben dieses Jahr im Motorradbereich etliche Highlights hier. Wir haben natürlich speziell im großen Enduro-Bereich, Reise-Enduro-Bereich, die Highlights von Honda hier. Wie wir gerade hinter uns sehen, die neue Crossrunner und Crosstourer und von Kawasaki die Versys 1000, wo zwei wirkliche Highlights sind im Reise-Enduro-Bereich. Sind bestimmte Motorräder bzw. Roller besonders gefragt bei den Kunden? Ja, im Rollerbereich ganz klar das Highlight, der neue Integra von Honda, mit einer Doppelkupplung ausgestattet. Haben wir die Möglichkeit zum entweder Automatik fahren oder mit cool mit Tiptronic einfach zu schalten. Und was ist Ihr persönlicher Favorit? Mein persönlicher Favorit, ich muss sagen, ich bin wirklich gespannt auf das neue Konzept von Honda. Da bin ich wirklich schon gespannt, dass es endlich mal ein bisschen wärmer wird, dass wir das testen können und probieren. Und ansonsten ganz klar, Versys 1000 finde ich absolut ein cooles Fahrzeug. Thema Elektroroller, ist das in diesem Jahr ein Thema? Für dieses Jahr sicher noch nicht. Ich denke, bis in 3 bis 4 Jahren sind wir dort. Derzeit Elektrobereich würde ich ganz klar Elektrofahrrad bevorzugen. Die Ausstellung läuft nun seit gestern Donnerstag. Wie zufrieden sind Sie bisher mit der Ausstellung, mit dem Ergebnis? Ja, wir sind absolut glücklich. Wir haben gestern schon einen super Tag gehabt als erster Tag. Donnerstag natürlich ein Tag, wo viele Leute noch arbeiten müssen. Aber wir waren super, super besucht, haben wirklich Leute gehabt bis am 8 Uhr am Abend und mehr wie ein volles Haus kann man einfach nicht haben.